Grüezi miteinander, willkommen in der Reihe Bach im Chor oder wie man Bach im Chor singt. Heute mit der Kantate BWV 66 mit dem Titel Erfreut euch ihr Herzen. Im Takt 25 beginnt der Alt mit genau diesem Text. Und das erste technische Problem ist, dass dieses Eu bei erfreut euch ihr Herzen, dass das die richtige Farbe hat im Deutschen. Wir üben das mal mit den Wörtern heute, Eule, Beute, Keule. Und achten Sie sich darauf, dass Ihr Eu ein sehr offenes OA-Gemisch ist. A, das heißt, der Unterkiefer fällt in eine sehr weiche Form und es wird ein I angehängt. Eu, Eu, mit den Wörtern heute, Eule, Beute, Keule. Alles auf demselben Atem und wir probieren das gleich mal in einer Abwärtstonleiter. Heute, Eule, Beute, Keule. Heute, Eule, Beute, Keule. Schön atmen und öffnen. Heute, Eule, Beute, Keule. Heute, Eule, Beute, Keule. Jetzt beim Text erfreut euch ihr Herzen. Da gibt es noch eine zusätzliche technische Schwierigkeit, nämlich der kurze Auftakt mit erfreut, erfreut euch ihr und das erfreut euch ihr, diese 16. Bewegung, die soll ganz auf dem Zwerchfell abgestützt sein. Erfreut euch ihr, erfreut euch ihr. Zwischen R und Freud eine ganz kurze Zäsur und dann wieder gut Kontakt finden zum Zwerchfell. Erfreut euch ihr Herzen. 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 Genau, ganz am Anfang beginnt es mit demselben Ton, erfreut, aber später ist es dann erfreut euch ihr Herzen mit dieser Auftaktquart. Ja, bitte üben Sie diese Stellen rauf und runter in allen Tonlagen.